Hi Leute, ich war jetzt glaube ich zum ersten Mal seit Corona losging wieder auf Pressevorführungen im Kino. Zwei Stück um genau zu sein und die hätten unterschiedlicher nicht sein können. Ich war zum einen bei Thor Love and Thunder, da war der Saal ziemlich voll und ich dachte mir dann auch so, gut, ist ein großer Marvel-Film, da wird eh jeder ein Video zu machen und tatsächlich hatte ich seither bestimmt 10 Reviews zu Thor 4 in der Abo-Box. Zu dem Thema dachte ich mir, dann muss ich nicht auch unbedingt noch meinen Senf abgeben. Dann war ich aber ein paar Tage später auch noch in der Vorführung zu Bibi und Tina einfach anders. Und das war eine völlig andere Geschichte. Da waren insgesamt gefühlt 6 Kritikerinnen und Kritiker und ein paar davon hatten noch Kinder dabei. Und nichts für ungut, aber keine der Personen da sah aus, als würde sie dann nachher hingehen und ein YouTube-Video über den Film drehen. Aber das ist ja auch nicht schlimm, denn das kann ich ja jetzt machen. Und bevor es jetzt losgeht, muss ich eine Sache erstmal klarstellen, die der ein oder andere jetzt leider hören muss. Es ist mir egal, ob du denkst, dass Bibi und Tina nur was für kleine Kinder ist. Du kannst dich gerne zu cool und zu hart fühlen, um Bibi und Tina zu mögen, aber seien wir mal ehrlich, viele behaupten, sie wären zu cool für Bibi und Tina, aber das Intro kann dann plötzlich doch jeder mitsingen. Jeder kann zugeben, dass man krasse, brutale Filme mag. Das ist nicht schwer. Aber hast du schon mal bei der Arbeit Bescheid gegeben, dass du gerne früher nach Hause gehen würdest, weil du zur Bibi und Tina Pressevorführung willst? Nee, ich schon. Das erfordert Mut. Bibi und Tina und Daniel. Das klingt wie der Titel einer versauten Fanfiction, ist es aber nicht. Ich will nur kurz meine Vorgeschichte mit dem Franchise erklären, damit ihr versteht, mit welcher Erwartungshaltung ich in den Film gehe. Dieses ganze Bibi und Tina Thema hat bei mir eigentlich als Spaß angefangen, weil ein Kumpel von mir bei Moviepilot gearbeitet hat und er immer, wenn ein neuer Bibi und Tina Film rauskam, ans Set geschickt wurde, um da Interviews zu drehen. Wir haben dann ironisch angefangen, die Filme zu schauen und irgendwie hat es so ein Eigenleben entwickelt, dass da so ein richtiges Guilty Pleasure draus wurde, womit ich auch schon ein paar Leute angesteckt habe. Mein bester Freund Markus und ich haben mal hier in der WG einen Bibi und Tina Marathon gemacht und unsere damalige Mitbewohnerin wollte bei Teil 2 mal kurz reinschauen, weil Olli Schulz da mitspielt. Ferien am Rhein auf! Was für ein Scheiß. Und im Endeffekt war sie dann so gehuckt, dass sie den ganzen Film mitgeschaut hat und danach noch den kompletten dritten Teil mitgesehen hat. Die Filme haben halt echt einen gewissen Unterhaltungswert. Und ich würde behaupten, ich bin voll drin im Bibi und Tina Cinematic Universe. Ja, was genau ist das eigentlich? Und was ist an dem neuen Film so anders? Die erste Bibi und Tina Realverfilmung von Detlef Buck erschien 2014 mit Lina Larissa Strahl als Bibi und Lisa Marie Coroll als Tina. Mit der Besetzung gab es insgesamt 4 Filme, wovon der letzte 2017 erschien. 3 Jahre später erschien dann die erste Staffel der Bibi und Tina Serie auf Amazon. Immer noch von Detlef Buck, aber diesmal mit anderer Besetzung. Das ist also so eine Art Reboot, bei der alle Rollen neu besetzt wurden, womit gefühlt immer alle ein Problem haben. Ich kenne das ja auch von Horror-Remakes und so weiter. Menschen haben wohl allgemein irgendwie ein Problem damit, wenn Rollen neu interpretiert werden. Aber gut, ich konnte mich relativ schnell mit dem neuen Cast anfreunden. Ich kenne das noch gar nicht. Und hatte da jetzt nicht so den Struggle. Am Ende der ersten Staffel gab es einen Cliffhanger und die Info, dass es weitergehen wird. Ene, mene, viele Fragen. Wir kommen wieder. Weitersagen. Dann ging es aber erstmal eine Weile nicht weiter, weil, naja, Corona. Junge, das dauert schon voll lang, jetzt red doch endlich mal über den Film. Okay, der neue Film setzt mehr oder weniger die Geschichte der Serie fort, im Sinne von, der eine große Cliffhanger aus der Serie wird hier aufgegriffen und im Laufe des Films geklärt. Alles andere, was im Film passiert, baut jetzt aber nicht wirklich auf der Serie auf, weshalb man die nicht unbedingt gesehen haben muss, um den Film zu verstehen. Das ist hier nicht wie beim neuen Doctor Strange, wofür man eigentlich auch noch WandaVision gesehen haben muss. Einige Figuren, die in der Serie wichtig waren, tauchen im Film aber nicht mehr auf und da wird, soweit ich mich erinnern kann, auch nicht erklärt, was mit denen ist, aber wirklich gestört hat mich das nicht. Die Kerngeschichte des Films ist eigentlich relativ easy erklärt, der Trailer macht das aber irgendwie nicht so wirklich, der gibt eher so einen Vibe wieder, den der Film hat, was ich eigentlich echt gut finde. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die meisten Trailer heutzutage einfach schon die komplette Geschichte des Films erklären. Ich werde mal kurz erläutern, um was es in dem Film geht und dabei mehr Infos droppen, als es der Trailer tut, aber das sind jetzt keine krassen Spoiler oder so, also keine Angst. Im neuen Bibi und Tina Film geht es zum einen um 3 Ferienkinder, die am Martinshof zu Besuch sind und den Hof etwas aufmischen. Also so ähnlich wie das in Teil 2 mit Tarek und seinen Geschwistern war. Graf Falco von Falkenstein erfährt, dass er als Baby wohl vertauscht wurde und er gar nicht wirklich der Graf ist. Er verliert also sein Schloss und da wohnt jetzt der neue Graf, der von Kurt Krömer gespielt wird, aber irgendwas scheint da nicht ganz richtig gelaufen zu sein. Dann gibt es da noch diese Alien-Geschichte. Es sind Meteoriten eingeschlagen, ein Alien ist da und eins der Ferienkinder namens Spooky hat so ein komisches Metallding aus dem Weltall
Weltall gefunden. Das sind so die drei Hauptgeschichten, um die es im Film geht. Der Film hat mich stellenweise stark an Teil 2 erinnert, weil man da auch diese Ferienkinder auf dem Martinshof hatte und es im Schloss Falkenstein auch Stress mit einem Bösewicht gab, der einfach richtig gut gespielt war und alle Szenen mit ihm totale Highlights sind. Oh, ich krieg schon wieder Durchfall! Mann! Was der neue Film meiner Meinung nach trotz der ganzen Ähnlichkeiten viel besser macht als der zweite Film, ist der Spannungsbogen und wie alles aufgelöst wird. Im zweiten Film gibt es so einen Moment, in dem es sich für mich immer so anfühlt, als wäre der Film jetzt gleich vorbei und dann kommt einfach nochmal eine ewig lange Szene mit so einer Kostümparty. Der Film hat gefühlt zwei Enden, wie so eine Wurst. Bibi und Tina einfach anders, macht das aber einfach anders. Haha. Zwischendrin fühlt sich der Film total chaotisch an. So ein bisschen, als hätte das eigentlich mal eine zweite Staffel der Serie werden sollen und man dann einfach die ganzen Storylines in einen Film gequetscht hat. Die Geschichten dröseln sich dann immer so auf und man springt hin und her, wodurch es mir schwer fiel, mich wirklich auf die Handlungen einzulassen. Aber am Ende wird dann doch alles mehr oder weniger gut abgeschlossen und zu einem schönen Ende gebracht. Social Commentary. Das ist auch ein Punkt, der vermutlich einige interessieren wird, wo ich zumindest auch mitbekommen habe, dass das beim vierten Teil einige gestört hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das bei Teil 4 damals so, dass der eigentlich nicht geplant war und dann aber doch gemacht wurde, weil die Flüchtlingsthematik und Trump damals so omnipräsent waren und das dann in dem Film auch verarbeitet wurde. Da hatte ich zumindest dann auch von einigen Eltern mitbekommen, dass der Film ihnen zu politisch wäre und dass alles zu plump aufgearbeitet sei. Es gab da zum Beispiel einen Charakter namens Trumpf, der unbedingt eine Mauer bauen wollte und ein Mädchen, das aus ihrem Land geflohen ist, um einer Zwangsheirat zu entgehen. Die Serie ging da auch schon in eine eher gesellschaftskritische Richtung, wo Umweltschutz ein großes Thema war oder der Jagdsport, Influencer und alles mögliche kritischer betrachtet wurde. Es ist also kaum verwunderlich, dass der neue Film auch solche Themen bereithält. Ich finde aber, dass es um einiges subtiler und weniger mit dem Holzhammer eingeprügelt ist, als es in Teil 4 der Fall war. Es geht hier auch so ein bisschen um Fake News, Panikmache, Hamsterkäufe und so weiter. Themen, die bei uns durch Corona aktuell waren, aber im Film halt nicht mit Corona in Verbindung gebracht werden, sondern mit den Meteoriten und eventuell Aliens. Ist uns nach Einbruch der Dunkelheit tatsächlich Besuch von Outer Space? Das ist doch kein seriöser Journalist! Das ist hier, finde ich, ganz gut gelöst, weil ich mir vorstellen kann, dass Kinder in dem Film aufschnappen, dass man nicht alles unbedingt glauben sollte und nicht jede Quelle gleich glaubwürdig ist. Aber halt nicht so, dass sie es direkt mit aktuellen politischen Problemen in Verbindung bringen. Allgemein finde ich die Messages in dem Film echt gut. Es geht dabei auch um Mobbing und was für langfristige Folgen das haben kann und um Eltern, die sich nicht für ihre Kinder interessieren. Ziemlich harter Tobak, der aber kindgerecht aufgearbeitet wird und gute Lösungen präsentiert, wie: Red doch mal mit den Leuten, frag, wie es ihnen geht, versuch mal empathisch zu sein und dich in die Lage anderer zu versetzen. Also genau die Messages, die auch bei den wilden Kerlen immer ganz vorne standen. Wir wollen dich nie wiedersehen, nie wieder. Hast du das gehört? Hau ab! Den Kindern in der Pressevorführung scheint der Film auf jeden Fall gefallen zu haben. Die haben auch alle mal laut gelacht, weil ein Pferd gefurzt hat. Furzwitze werden einfach nie alt, Leute. Ja, aber sind die Beats geil? Was ich noch gar nicht angesprochen habe, ist die Musik. Die ganzen Realfilme und die Serie haben wie Musicals zwischendrin so Songs, die in die Handlung eingebaut sind. Und das ist beim neuen Film natürlich auch wieder so. Das mit den fetten Beats ist bei Markus und mir zu so einem Running Gag geworden, weil auf dem Poster zu Bibi und Tina 3 halt noch extra so ein Sticker drauf ist, der überhaupt nicht zum Design des Posters passt, aber da steht halt extra drin, dass fette Beats am Start sind. Ich glaube, Musik ist sowieso nochmal eine Geschmackssache wie eigentlich alles andere. Es waren jetzt im Kino spontan keine Songs dabei, die mich komplett weggeblasen haben. Es hat mich aber gefreut, dass Freddy wieder einen Song hatte, auch wenn der leider sehr kurz war. Ich bin übrigens Freddy. Das muss aber nicht unbedingt was heißen. Ich muss Songs nämlich eigentlich immer mehrmals hören, bis ich weiß, ob ich die geil finde oder nicht. Außer den Tohu Wabohu Song, den fand ich damals direkt schon im Kino richtig geil. Oder den neuen Kraftklub Song mit Tokyo Hotel, den fand ich auch richtig geil, direkt beim ersten Mal. Den Soundtrack zum neuen Bibi und Tina Film gibt's jetzt aber auch schon bei Spotify und ich habe ein paar der Songs jetzt öfter gehört und muss sagen, dass da schon ein paar Banger dabei sind. Und es gibt auch eine längere Version von Freddys Song, also alles cool. Junge, mach mal Fazit. Abschließend kann ich sagen, dass ich meinen Spaß mit dem Film hatte und der sich für mich perfekt in das Bibi und Tina Cinematic Universe einreiht. Es gibt da keinen Film, den ich richtig gut finde. Alle sind stellenweise trashig, alle haben so ihre Cringe-Momente und ich bin mir sicher, dass das absolut nicht für jeden was ist. Aber das gehört für mich einfach zum Charme der Reihe dazu. Die steht immer sowas wenn auf mich. Also wenn ihr euch noch nie an so einen Film rangewagt habt, ihr aber offen für leichte, spaßige, manchmal auch dumme Unterhaltung seid,
Was ich mir schon vorstellen kann, ihr schaut ja auch aus irgendeinem Grund die Grütze, die ich hier so hochlade, dann schaut einfach mal in Bibi und Tina rein. Wir können auch theoretisch mal auf Twitch zusammen so eine Watchparty machen und die Filme gemeinsam schauen, die gibt's nämlich alle bei Prime Video. Wenn ihr den neuen Film sehen wollt, habe ich hier auch was Tolles für euch, denn ich verlose 3x2 Kinotickets für den neuen Bibi und Tina Film. Wenn ihr teilnehmen wollt, klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung und tragt euch dafür das Gewinnspiel ein. Ich wünsche allen, die teilnehmen, viel Glück und wer weiß, vielleicht schauen wir uns ja wirklich mal die Filme zusammen in einem Livestream an. Lasst mir gerne ein Like da und wenn ihr noch mehr Bock auf Bibi und Tina habt, dann schaut euch gerne mein altes Faktenvideo zu den Filmen an. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen.